Und jetzt können wir mit Feuersturm endlich loslegen. Und ich hoffe, dass wir jetzt im Orkfriedhof auch vorankommen. Ich hätte jetzt sollten... Also, nicht sollten. Ich hätte jetzt sollte es... Was habe ich denn heute für Satzbildungsschwierigkeiten? Nochmal. Ich hätte eine weitere Option gehabt. So rum... Jetzt wird's was. Ich hätte eine weitere Option dafür gehabt, wenn wir jetzt nicht den vierten Kreis hätten erwerben können. Die wäre Eisblock gewesen. Die Eisblock-Rune. Dazu hätten wir aber wohl oder übel nochmal den Weg ins neue Lager nehmen müssen. Um nochmal zu Kronos zu gehen. Der uns die Rune verkauft hätte. Und vielleicht ist es gar nicht mal so unclever, nach dem Orkfriedhof nochmal ins neue Lager zu gehen. Dort nochmal Hallo zu sagen und uns vielleicht doch noch mit ein paar Runen einzudecken. Das Problem ist bloß, wo sollen wir das Geld herbekommen? Das ist eben die nächste Frage. Und wir wollen ja jetzt genügend Erz erstmal sammeln, um uns die hohe Robe des Feuers aneignen zu können. Also wir haben unsere Lernpunkte jetzt ausgegeben. Wir werden wahrscheinlich im Orkfriedhof auch nochmal, naja, bestimmt 2 Level schaffen. Da hätten wir nochmal 20 Lernpunkte. Die würde ich aber auch gern mal wieder einsparen. Die werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Denn sollten wir vielleicht irgendwo die Möglichkeit bekommen, doch noch einen Kreis 5 und einen Kreis 6 zu lernen, wären wir natürlich der übelst krasse Magier mit wahrscheinlich den, ja, den besten Zaubern im ganzen Spiel. Aber wie ihr seht, Koristo können uns die Zauber nicht lehren. Und die Wassermagier im neuen Lager haben wir ja noch nicht wirklich zu Gesicht bekommen. Wir haben vor einigen Folgen mal von Weitem reingucken können, als wir bei Lee waren und mal Hallo gesagt haben. Wir haben bis jetzt einen Wassermagier kennengelernt, das ist Kronos. Und sonst haben wir nichts weiter gesehen. So, wir sind an der Brücke zum Orkfriedhof. Es wird jetzt spannend, Leute. Wir haben gar nicht mehr so viel Rabenkraut, das gefällt mir nicht. Generell, was Mana angeht, wir haben noch 8 Steinwurzeln. Und wir haben aber auch gerade 15 Mana am Start. Naja gut, wir müssen es probieren. Wir werden nicht drum rumkommen, wir müssen es probieren. Und ansonsten müssen wir einen der beiden Orks, die da waren, im Nahkampf besiegen. Wovor es mir zugegebenermaßen ein bisschen graut. Denn Orks im Nahkampf sind bekanntlich stark. Das ist, zumindest so bekannt. Da haben wir ihn. So, mein Freundchen. Feuerball. Nein, Feuersturm, meinte ich. Nicht Feuerball. Hei, das tat weh. Wollen wir nochmal einen Feuerball hinterherjagen? Wenn wir es denn hinkriegen würden. Oh Gott. Was war das denn? Was war das denn gerade für eine sinnlose Aktion? Nochmal bitte das Ganze. Ja, das war jetzt einfach zu spät reagiert. So, nochmal bitte. Also Feuersturm und einen Feuerball werden wir gleich hinterherjagen. Ist der alleine? 200 EP für diesen Ork. Jawohl. Eine Steinwurzel. Wo ist der zweite? Da hinten ist der zweite. Ich würde mal kurz deine Waffe an mich nehmen. Kriegen wir den irgendwie ins Visier? Jetzt. Oh, wir kriegen ihn zwar ins Visier, aber... Was? Ist er gelähmt? War der jetzt durch den Feuerball irgendwie bewegungsunfähig? Ja, das ist ja nett. Also wahrscheinlich gibt es eine Chance darauf. Da ist ja noch einer. Oh. Oh, oh. Wechseln die Waffe. Au. Das tat gerade richtig weh.
Also ich meine damit so richtig. Also ihr habt's gesehen, was die Orks so reinhauen. Au. Das ist richtig heftig. Ich meine, klar. Wir haben eine Magierrobe an. Die macht Schutz vor Waffen 40. Das ist jetzt zumindest gegen Orks nicht allzu viel. Und das sind Ork-Jäger. Das heißt, also, es gibt noch andere Orks. Und da unten steht noch einer. Es graut einem davor. Ja, genau, komm mal her. Aber bitte noch nicht... Ich hasse es. Ja, toll, das war's. Ah. So, jetzt probieren wir uns im Nahkampf. Au. Ach, na toll. Gerade mit Blocken aufgehört, als er dann doch rum war. Ist natürlich auch ein sehr ungünstiger Winkel, ihn von dort aus zu erwischen. Muss man auch zugegebenermaßen sagen. Aber wir müssen einfach rechtzeitig abrücken. Ah, oh, nein, 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 nein. Jetzt kannst du kommen. Oh, au, zwei Schläge und unsere halben HP sind weg. Oh, ey. Das ist so heftig. Krusch Warhawk, eine Zweihandwaffe, 25 Stärke, 45 Schaden. Wir haben mehr Schaden für weniger Stärke. Und gut, wir haben auch eine Einhandwaffe. Aber au. Das tat richtig heftig weh. Also, Orks sind damit nicht zu unterschätzen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Orks sind keine zu unterschätzenden Gegner. Was ist hier los? Hier liegt ein Templar. Tot. Ein Richtschwert. Eine Einhandwaffe. 30 Schaden. Wir haben mehr, ne? Wir hatten 45 oder so. Ja, sogar weniger als die Orks. So, das scheint... Okay, ein Orkschädel. Ist ja echt interessant architektonisch. So, und das Tor ist zu. Ja, toll. Wie kommen wir denn rein? Ah, hier drüben ist eine Winde. Wir speichern das mal vorher ab. Na, bin ich jetzt mal gespannt. So, das Tor scheint sich zu öffnen. Okay. Dann wird es Zeit, in den Orkfriedhof zu gehen. Dieses Hintergrundbild ist natürlich auch echt super. So, wir sind drin. Ist natürlich recht karg beleuchtet. Hier sind Sklavenbrot und Höllenpilze. Ne, nur Sklavenbrot. Doch, Höllenpilze sind auch dabei. Das ist die Notration. Für den Fall, dass wir irgendwie doch noch keine... Also wir haben sowieso keine Tränke einstecken. Und da haben wir schon den ersten Kandidaten. Der läuft, aber bleibt er auch stehen? Der läuft die ganze Zeit. Ich hoffe, er bleibt auch stehen. Treffer. Kommt er alleine? Das ist ein Ork-Speer. Ist aber verbrannt. Sehr schön. 180 EP. Das andere waren... Jäger. Jetzt muss ich kurz überlegen. Krieger können es nicht gewesen sein. Ork-Krieger sind nochmal ein Zacken schärfer. Und da hinten lief aber noch ein Ork rum. An den kommen wir von hier aus bloß irgendwie nicht ran. Ja? Wo ist er denn? Ich habe doch gerade aus dem Augenwinkel noch einen Ork hier gesehen. Na, wo bist du? Da läuft er. Hat aber die Waffe schon gezogen. Da ist noch eine Waffe gezogen worden. So. Der läuft so ungünstig rum, dass wir natürlich voll daneben schießen. Das war mir so klar jetzt. Ey! Er ist doch getroffen worden. Aber warum? Von was? Oh, ich kann nicht rechtzeitig blocken. Oh, war das knapp. Eieiei, war das knapp. Kurz mal ein Stück zurückziehen. Hier ist ein Nachtschatten und Mondschatten. Nachtschatten brauchen wir doch, ne?
Ach nee, Rabenkraut. Ah. Wir werden mal von den Nachtschatten ein bisschen was essen. Das wird uns natürlich... Das bringt uns zwar ein bisschen was. So Heilkräuter. Und noch so ein Nachtschatten am besten hinterher. Und kommen hier noch die Waldbeere. Und damit sind wir zumindest erstmal geheilt. Da liegt noch ein Templer. Läuft hier jetzt noch ein Ork rum? Ne, erstmal nicht. Wir sind zumindest hier erst einmal safe. Da unten läuft noch einer, glaube ich. Da ist noch einer. Zwei sind sogar. Ich würde gerne erstmal den Templer. Hat ein Kampfschwert, okay. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Denn diese ganzen kleinen Löcher, die hier an der Seite sind, beinhalten Mumien. Und die Mumien haben meistens Gegenstände an sich. Zum Beispiel eine Heilungsspruchrolle und ein Feuerpfeil. Ich würde gern erst einmal die Mumien hier durchsuchen, denn wir haben hier echt viele Möglichkeiten. Das heißt echt viele Möglichkeiten. Wir haben echt viele Mumien hier, die wir durchsuchen können. Und wir können hier sogar noch Käfige öffnen und können uns damit ein bisschen eindecken, wenn denn die Mumien irgendwas hätten. Ja, zumindest ein Heiltrank. Und das kann uns natürlich für später dahingehend noch hilfreich sein, weil wir natürlich auch... Kommen wir da hoch? Hier rutscht mal weg. Jetzt. Weil wir natürlich auch noch Geld brauchen. Hier ist ein Magietrank, das finde ich gut. Mensch, wer schreit denn hier im Hintergrund? Kann es sein, dass da irgendwo ein Templer schreit und wir kommen dem gerade nicht zur Hilfe? Naja, die meisten sind zwar tot. Aber wir gucken jetzt erstmal rum. Ich weiß, wir sollten dem zur Hilfe eilen. Aber ganz ehrlich, solange wie der jetzt geschrien hat, wäre der sowieso längst tot. Also es kann natürlich auch ein Soundbug sein. Es kann natürlich auch sein, dass das wirklich ein Templar ist. Der aber anscheinend unendlich Leben hat. Denn schreien kann er ja offensichtlich nach wie vor. So, hier oben sind noch Mumien. Dadurch, dass ihr jetzt nichts weiter seht. Achso, ich habe ich habe gar keine Lichtspruchrolle mit. Wir machen eine Fackel an. Damit ihr zumindest was seht. Heiltrank, sag ich schon, Mana-Trank und Heilung. Was ist hier in der Mumie? Hier ist nichts. Ich weiß, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Feuerballspruchrolle. Das zieht sich natürlich jetzt ein ganzes Stück hier noch, diese ganzen Mumien zu looten. Aber ich sag's nochmal, es lohnt sich. Und hier ist gleich ein Schalter, sehe ich. Den werden wir gleich mal drücken. Zwei Heiltränke, also ihr seht jetzt schon. Na, wir haben jetzt schon Heiltränke, wir haben jetzt schon Mana-Tränke. Wir werden es auf jeden Fall brauchen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und wenn ich jetzt dann für später. Hier hat sich ein Gitter geöffnet. Ist natürlich jetzt die Frage, welches Gitter hat sich geöffnet. Ich glaube das hier. Zweimal Feuersturm. Ihr seht das richtig. Zwei Spruchrollen Feuersturm. Halt. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, den Mana-Trank vergessen, oder? Ja, wir haben ihn vergessen. Der nächststärkere Zauber nach, ah ne, war das jetzt nochmal langsam. Was war das jetzt? Nein, es war Feuersturm. Ich habe jetzt gerade das mit dem nächsten Feuerzauber verwechselt. Das wäre Feuerregen gewesen. Aber Feuersturm, ihr seht, wir haben eine Rune. Aber die Spruchrollen können wir echt gut verkaufen. Brauchen wir alles für später. Sind alles so Sachen.
Hier sind noch zwei Heiltränke und eine Feuer-Pfeilspruchrolle gewesen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt wird es nämlich interessant. Welche Möglichkeiten sind jetzt noch? Hier ist noch ein Schalter. Den würde ich aber gleich betätigen wollen. Erstmal die Mumien. Ja, sehr schön. Zwei Mana-Tränke und ein Heiltrank. Die Mumie hier. Auch noch drei Heiltränke. Sehr schön. Damit sind wir zumindest schon mal ordentlich gewappnet. Für den Rest hier. Da unten laufen die Orks. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die jetzt nicht angelockt werden, die Jungs. Da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Wir müssen sie sowieso dann besiegen. Da werden wir jetzt gar nicht drum rumkommen. Welche Mumie hab... Ich habe jetzt aus Versehen nämlich die Pfeiltat... Ne, die haben wir nicht. Die müssen wir noch. Ach, die hatte auch nichts. Toll. Ja, sinnfrei. So, der Schalter. Der hat nichts gemacht. Yay. Doch. Ist irgendwo ein Gitter aufgegangen, aber... Frag mich gerade mal nicht, wo. Welches Gitter war das jetzt? Noch gleich. Das hier scheint ein Gitter gewesen zu sein. Hier ist auch ein Schalter drin. Ja, ein Mana-Trank, zwei Heiltränke. Hier ist sogar ein Ring. Das ist unglaublich, was man hier findet. Zweimal Feuersturm, noch ein Ring. Und drei Heiltränke. Jawohl. Hier ist gleich noch ein Schalter. Ich höre jetzt wieder die Schreie. Hier ist jetzt noch ein Gitter aufgegangen. Waren das jetzt? Also hier ist auf jeden Fall noch ein Schalter. Wir haben es auf jeden Fall gleich geschafft. Krusch, Warrock und noch drei Heiltränke. Ja, das sind eben... Wir sind auf einem Orkfriedhof. Noch ein Ring. Ja, Wahnsinn. Was war das gerade für ein Mana-Trank? Elixier magischer Energie. Mana-Bonus 70. Wir haben 20 Mana insgesamt. Und hier nebenan geht jetzt auch das Gitter auf. Sehr schön. Und damit dürften wir alles erstmal haben. Oh, noch ein Amulett. 10 Mana-Bonus. Können wir vielleicht brauchen. Würde ich vielleicht auch anlegen wollen. Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie. Ihr habt es gesehen, 1000 Wert. Also ihr seht schon, wir können jetzt ordentlich was machen. Damit. Dieses obere hier, da kommen wir nicht ran. Das würde ich jetzt auch dabei erstmal belassen. Fackel haben wir wieder eingesteckt. Jetzt geht's wieder in die Action. So, der Orkspeer. Ich hoffe, der... Ah, das war jetzt interessant. Trifft natürlich nicht. Doch, trifft ihn teilweise. Aber so marginal. Ja, Kumpel. Oh nein, es kommen alle beide. Das ist... Das kommt sogar drei. Mist. Oh, toll. Das ist gerade echt ungünstig. Und wenn ich damit ungünstig meine, dann meine ich damit auch sehr ungünstig. Wie lösen wir das? Das sind zwei. Der bleibt stehen. Der läuft auch rum. Aber er läuft nicht so in einem großen Radius. Wenn ich den jetzt einfach mal hitte und wir uns jetzt einfach mal ganz frech hier nach oben verkrümeln, wo wir nicht rankommen, das ist gerade... Mist. Nein, 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 lasst mich bitte in Ruhe. Wir verkrümeln uns da. Wir kommen nicht hier hoch. Wir kommen nicht hoch. Nein! Manu. Die Feiglingstaktik funktioniert nicht. Was ist passiert? Oh, toll. Ihr seht es schon. Gothic funktioniert nicht mehr. Yippie-yay. Ja. Ich schneide nochmal in die Folge rein.
Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.